So, das hier ist übrigens der Gipfel, mehr oder weniger, also der höchste Punkt, wo wir hier jetzt gerade stehen. Ich hoffe, das geht noch halbwegs mit dem Wind. Und interessanterweise gab es hier früher mal eine Bushaltestelle. Hier sieht man noch die Fundamente von der Bushaltestelle, aber die hat man dann abgerissen, weil, ja, es war halt doch, es sind immer so wenig Leute hier ein- und ausgestiegen. Nein, aber das ist ein ganz alter Gag. Grundsätzlich, wann immer ich hier langlaufe und habe irgendjemand dabei, Entschuldigung Wind, der den Buswitz noch nicht kennt, dann erzähle ich hier immer, dass das meine Bushaltestelle gewesen ist. Tatsächlich war es mal eine kleine Hütte, eine Schutzhütte halt, eine ganz kleine. Aber man hat dann irgendwann beschlossen, die braucht man nicht mehr und dann hat man sie abgerissen, statt sie zu renovieren. Das wäre die Alternative gewesen. War halt kein Geld da und davon abgesehen ist es tatsächlich so, überall Schutzhütten muss auch nicht sein. Ich bin also eigentlich nicht traurig, dass die weg ist. So, hier ist jetzt das Problem, dass die Felsenbrücke derzeit wieder mal gesperrt ist. Grundsätzlich habe ich einerseits großes Verständnis dafür, dass sie neuerdings die Felsenbrücke am obersten Abschnitt sperren. Was ist die Felsenbrücke? Das geht erstmal durch eine Klamm quasi aus eben diesen stehenden Felssäulen, die wir hier überall haben. Wunderschön. Und dann über tatsächlich einen dünnen Grat raus auf eine Felsnadel, wo man ja sehr tolle Aussicht auf Baden-Baden hat und sehr exponiert im Grunde auch ist. Und damit man da hinkommt, gibt es eben eine kleine Brücke, die man vor vielen Jahren da bereits hingebaut hat. Das ist die Felsenbrücke, einer der schönsten Orte hier oben. Leider, jetzt kommt der Wind, Moment, ha, ich fungiere jetzt mal als Windschutz, hoffe, das funktioniert. Ja, leider bzw. dankenswerterweise hat man jetzt beschlossen, die Felsenbrücke in der Brüt- und Setzzeit komplett zu sperren, dass man also nicht mal mehr nah rankommt. Früher war es so, vor dem eigentlichen Felsen, wo die Brücke rüberführt, ist ein Tor. Das Tor hat man abgeschlossen und dann konnte man halt nicht auf den eigentlichen Felsen. Man konnte aber bis zum eigentlichen Felsen. So, und jetzt war man der Meinung inzwischen, dass die Tiere, die da brüten, eben noch mehr Schutz bedürfen und man kommt jetzt nicht mal mehr in die Nähe. Das ist einerseits sehr sinnvoll, weil wirklich dieses nur die letzten Meter zu sperren, war schon grenzwertig. Ja? Wer brütet da? Kolkrabe und Wanderfalke, beides sehr selten, gerade so in normalen Höhenlagen, im normalen Schwarzwald in Anführungszeichen. Und deshalb sind das schon sehr wertvolle Bestände, die auch unbedingt Schutz bedürfen. Nur, das Blöde ist jetzt an dieser Sperrung, die sieht so aus, als wäre die jetzt nur da in der entsprechenden Brutzeit. Leider ist sie aber fest installiert und man nimmt die nicht ab im Rest des Jahres. Also selbst wenn da nicht gebrütet wird und ein Betreten der Felsen da vorne aus naturschutztechnischer Sicht unbedenklich wäre, dann ist hier immer noch dieser Balken und die Leute gehen immer noch nicht durch, beziehungsweise offiziell ist es dann immer noch gesperrt. Und das stört mich. Das stört mich sehr. Weil eigentlich sollte es eben so sein, dass die Sperrung nur eben jetzt ist, jetzt wo es notwendig ist, im Frühjahr und dann den Rest des Jahres halt wieder entfernt wird, dass man dann wieder vor kann. Und das ist so ein bisschen doof gemacht mit diesen Balken. So. Huch, Walter ist weg. Jetzt sehe ich sie gerade selber nicht. Weiß ich gar nicht, ob sie sich versteckt hat oder... Gehen wir mal gucken, vielleicht finden wir sie, ja. Ach, da ist sie. Das hätte ich jetzt nicht kommentieren sollen, glaube ich. So ganz habe ich die Spielregeln von Wo ist Walter noch nicht kapiert. Tendenziell, ich habe schon angemacht, aber auf den Baum halten. Yeah, der Selfie-Baum! Okay,
der Moment, wo du feststellst, du bist zu fett, wenn du nicht in den Selfie-Baum passt. Och Mann! Nein. Jetzt! Ha! Sieht's gut aus? Oh, schade. Okay, dann gehe ich weiter. Das ist übrigens auch ein wunderschönes Exemplar von stehendem Totholz. Wirklich ein Prachtexemplar. Ist nur noch eine Frage der Zeit, bis da mal ein größerer Ast runterkommt. Und in dem Moment, wo da mal jemand runtersteht, ist das dann ein Problem. Ja, aber das ist wirklich einer meiner Lieblingstoten Bäume, die es hier so gibt. Jo, wir gehen weiter. Hummel, Hummel. Action, Hummel. Hummel, Hummel, Hummel. Hummel, Hummel. Es kursiert im Internet ja immer noch diese schwachsinnige Behauptung, also so als Feel-Good-Nachricht, die Hummel könne gar nicht fliegen, physikalisch gesehen. Sie tut es trotzdem, ja. Dass die Hummel also den Naturgesetzen trotzt. Was völliger Schwachsinn ist, selbstverständlich, trotzt die Hummel keinerlei Naturgesetze. Sie hat zwar eine relativ geringe Flügeloberfläche für ihr Gewicht und ihre Größe, aber das gleicht sie aus mit der Schlagfrequenz. Kein Mensch hat behauptet, dass man eine gewisse Flügeloberflächengröße haben müsste, um fliegen zu können. Also diese Physik gibt es so einfach nicht. Ja. Wichtig ist halt, dass der Auftrieb ausreicht, um sie bei ihrem entsprechenden Gewicht zum Fliegen zu bringen. Ich bin ja kein Physiker und ich kann das jetzt so genau nicht sagen, aber eine Hummel kann selbstverständlich fliegen. Und man kann auch physikalisch berechnen und beweisen, dass sie fliegen kann. Ja, das ist einfach nur Quatsch, dass die Hummel physikalisch nicht fliegen könnte. Aber es klingt halt schön, ne? Die Hummel kann nicht fliegen, sie tut es trotzdem. Ja, habt Vertrauen in euch, dann könnt ihr auch Dinge tun, die ihr eigentlich nicht könnt. Oder so ein Blödsinn. Aber Walter kann trotzdem nicht fliegen. Nein, Walter kann tatsächlich nicht fliegen. Wobei, ja gut, dafür müsste man mit irgendwelchen Photoshop-Sachen und sowas umgehen können, Special Effects, um dich einfach irgendwo in den Himmel rein zu kopieren oder so. Ja, dann stürze ich ab, danke. Ja, Evelyn hat hier gerade entdeckt, ich hoffe ungefähr in der Bildmitte und ich hoffe, man kann es sehen. Ich merke es ja immer nicht mit der Actioncam. Ich hoffe, ihr versteht mich auch, aber hier ist eine Tannenmistel. Das ist eine Tanne mit Mistel. Das ist was relativ Seltenes, da muss man eine Weile suchen, bis man mal so eine findet. Und ja, hier ist eine. Ich versuche mal eine Ausschnittvergrößerung und dann kann man es hoffentlich sehen. Lauf mich mal das Teil mal rüber. Ich gebe das Teil mal rüber. Ich glaube, von hier sieht man es auch gar nicht schlecht. Hast du? Ja. Okay. Hab ich. Uppala, sorry. So da zwischendurch, jetzt hat es noch so kleines Zeug vorne dann dran. Dann kannst du auch gleich noch einen kleinen Panoramaschwenk dann machen hinterher. Oh ja, ich würde sagen, jetzt ziele ich etwa drauf auf die, wie heißen die Dinger, Mistel oder Mistel? Mistel. Mistel. Ja. Nicht Mistel. Keine Mistel. Nee, keine der Mistel. Der Mistelzweig. Naja, viel Panorama. Naja, der Mistelzweig ist eigentlich auch ein Mistelzweig. Da ist ein Baum, da kommt die Sonne. Ja, ich dachte eigentlich eher an Linz, damit sind wir hier in diesen Felsen, wo man so die Felsenstruktur sehen kann. Felsenstruktur. Ja. Ja, sehr schön. Ein Mann am Baum. Der ist eh unscharf, der baumbedingt. So, das hier, vielleicht erkennt sie der eine oder andere, ist die Eiche aus meinem Eichenvideo, also Baumvideo Eiche. Ja, scheiße, hier ist immer einfach zu exponiert mit dem Wind, ist das ein bisschen problematisch. Ja, jedenfalls, sie steht noch, sie steht noch und ich hoffe, dass sie auch noch eine Weile stehen wird. Die ist ja irgendwie sowas um die 500, 600, sowas um den Dreh. Und da kann man nur sagen, toi toi toi, liebe Eiche, schön weiter stehen bleiben. So, hier ist jetzt nochmal was Wichtiges. Also erstens da hinten durch die Bäume durch, ich weiß nicht inwiefern man es sieht, kann man die Felsenbrücke erahnen. Und der Felsen ganz rechts eben im Hintergrund.
Das ist der Felsenbrückenfelsen, der halt jetzt gerade eben gesperrt ist. Und der hat natürlich wirklich eine ziemlich grandiose Aussicht. Nicht, dass die sich von den anderen Felsen nennenswert unterscheidet, aber es ist schon so ein bisschen a magical place, wie ich immer so schön betone. So, und ansonsten haben wir hier eine riesige Schutthalde, eine Geröllhalde. Und solche großen Geröllhalden, die sind immer auch ein besonderes Biotop, ein besonderer Lebensraum, weil die vermutlich, und das ist auch hier der Fall, eben sehr tief reichen. Ne? Also wir haben hier jetzt einen ziemlich steilen Hang logischerweise, aber nichtsdestotrotz ist der Fuß der Halde irgendwo da unten, ne? Und hier oben ungefähr fängt sie an. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen wie ein Dreieck natürlich, dass das also so dreieckig geschnitten ist. Das heißt, wir haben potenziell da unten irgendwo drin, haben wir eine Stelle, die wirklich tief unter der Erde ist. Und dadurch, dass die wirklich so tief unter der Erde ist und da aber noch Luft hinkommt und noch ein gewisser Einfluss des Freilandsklimas herrscht und obendran ja ein Berg ist, führt das dazu, dass kalte Luftpakete auf dem Berg, ja, logischerweise, weil kalte Luft schwerer ist als warme Luft, den Berg runterfließen und jetzt ist hier diese Halde, ja, und diese Halde hat Löcher. Und dann fließt die kalte Luft quasi unten in die Halde hinein. Ganz unten drin gibt es also einen ständigen Zufluss und ein Depot von kalter Luft. Und wenn es jetzt regnet, dann führt das dazu, dass man da unten drin dann entsprechend vermehrte Eisbildung hat, unten in der Geröllhalde. Und diese Eisbildung kann so stark sein und die Menge an Eis, die da drin ist, kann so groß sein, dass wenn man unten vor dem Geröll vorbeiläuft, man einen kalten Luftzug spüren kann, also wirklich kälter als die Umgebung, weil die Luft, die durch das Eis natürlich dann noch weiter abgekühlt wird, dann ja auch wieder bergab fließt, das heißt unten aus der Halde herausfließt. Und ja, wer da vorbeiläuft, der fröstelt hin und wieder. Also das hat man insbesondere in den ersten warmen Frühjahrstagen, kann man das besonders bemerken, weil dann halt eben noch besonders viel Eis da drin ist und der Temperaturunterschied zwischen eben dem kalten da und dem nicht mehr ganz so kalten, weil sonnenbeschienenen da, dann besonders auffällig und besonders deutlich ist. Da kommen wir aber heute nicht vorbei. Das heißt, doch kommen wir nachher noch, oder? Ja, klar. Dann laufen wir nachher noch unten vorbei. Dann sage ich es nochmal, damit man das mal von unten gesehen hat. Spüren könnt ihr es ja nicht. Ist ja nur Video. Ach so. Du weißt, dass ich aus der Szene dann den Ton rausschneiden muss, sonst macht die keinen Sinn. Stimmt. Macht nichts, ich schneide einfach an der Stelle den Ton. So, inzwischen im alten Schloss angekommen. Also eigentlich heißt die Burg hier Hohenbaden, aber im Volksmund eben bekannt als Altes Schloss. Die stammt sogar noch aus dem 12. Jahrhundert, also der älteste Teil der Burg. Der älteste Teil ist übrigens der Teil oben. Gucken wir mal hoch. Und ganz oben eben der Turm plus dessen Schildmauer sind mit Abstand der älteste Teil der Burg. Man hat dann von oben quasi nach unten gebaut, während die alten Teile noch auf Naturfels, also wirklich auch auf so einer Felsnase sitzen, musste man dann für den unteren Bereich der Burg dann teilweise ordentliche Mengen an Fels auch abtragen, um die dann hier herstellen zu können, ordentliche Mengen an Sand hinzukippen, um das alles entsprechend hinzukriegen. Und das waren also schon ordentliche Bauarbeiten, was auch dazu führt, dass das hier eine der größten Burgen Baden-Württembergs mindestens ist und auch deutschlandweit muss die sich absolut nicht verstecken. Vor allen Dingen interessant ist, dass die Anlage sich halt eben über sehr viel Höhe
ausbreitet. Sie ist jetzt nicht besonders breit oder so, aber dadurch, dass man immer höher und immer höher und immer höher klackseln kann, bis man dann endlich mal am Turm ankommt, ist das schon wirklich eine ganz besondere Burg. Aber ich habe da schon häufiger was zu erzählt. Evelyn weist darauf hin, ich soll mich noch drüber aufregen, dass man nicht mehr in den Keller kommt. Das ist das Blöde, wenn man irgendwo wohnt und da schon lange wohnt und weiß, wie es früher war, wenn man dann irgendwann feststellt, es ist alles schlechter geworden. Beispiel, früher konnte man hier noch in den Burgkeller und den Burgkeller auch besichtigen. Nicht, dass da unten jetzt was unglaublich Interessantes wäre, aber immerhin gibt es noch Reste von alten Zellen, die man wirklich mal als Gefängnis noch genutzt hat. Und also quasi so Einzelhäuschen, Einzelzimmerchen in den ansonsten wirklich riesengroßen Burgkeller reingebastelt hat. Und ja, der war mal Partykeller vom Vorgängerrestaurant, was hier in der Burg drin ist. Das aktuelle Restaurant nutzt ihn jetzt scheinbar als Abstellraum oder sonst wie und hat ihn jetzt nicht mehr für die Touristen zugänglich sein lassen, was ich sehr schade und sehr assi vom entsprechenden Restaurant finde. Was wollen die denn da alles reinstellen, dass man auf keinen Fall mehr in den Burgkeller rein kann? Zumal man diese einzelnen Zellen hätte auch abschließen können, da hätte man immer noch jede Menge Stauraum gehabt. Also ich verstehe es nicht und ich finde es scheiße, ehrlich gesagt, weil das ist ein öffentliches, das sollte öffentlich zugänglich sein, diese ganze komplette Burg. Ja, leider hier hinter mir gerade zu sehen, wegen Renovierungsarbeiten ist der Großteil der Burg nicht begeben. Das ist auch nicht so dramatisch, weil ich hätte jetzt eh nicht vorgehabt, das ganze Ding hoch zu kraxeln. Habe ja auch schon häufiger was zur Burg erzählt. Aber was wir uns noch angucken können, ist der Palast. Der Palast ist dahingehend beeindruckend, dass das somit der prunkvollste und beeindruckendste Palast ist, den wir überhaupt in Baden-Württemberg haben. Und auch da würde ich wieder behaupten, er sucht auch deutschlandweit seinesgleichen. Besonders bemerkenswert ist vor allen Dingen die Ausprägung der Fenster, die man hier jetzt hoffentlich hinter mir sehen kann. Die sind einfach durch ihre Struktur, durch ihre Größe, muss hier mordsmäßig viel Licht drin gewesen sein. Und der eigentliche Ballsaal und der Prunksaal ist hier das Stockwerk über mir. Ja, das erkennt man also auch schön an den Fenstern, die hier unten sind noch vergleichsweise schlicht. Die da oben sind dann schon deutlich prunkvoller und ganz oben, man kann auch sehen eben anhand der Höhe der Fenster, was das für ein Riesensaal gewesen sein muss, ganz oben gab es dann entsprechend Gästegemächer und natürlich auch die Behausung von den jeweiligen Burgfräulein und sonstigen Burgadligen. So, ich mache hier mal langsam den Dreher, damit ihr hier alles begutachten könnt. Es gibt auch einen riesen Kamin. Und ach so, was da hinten im Fenster stand, das war eine Windharfe. Wenn der Winter durchpfeift, dann soll die entsprechend Lärm produzieren, die Windharfe. Ne? So. Und ja, das ist es im Wesentlichen. Wie gesagt, da hinten der Kamin der großen Halle, der dafür gesorgt hat, dass es da hoffentlich halbwegs warm geblieben ist. Das Schöne ist, dadurch, dass die so groß gewesen ist, die Halle, gibt es hier noch einen zweiten Kamin, der unten befeuert wurde und dann eigentlich quasi nur noch durchgezogen ist, die Wärme. Und jo, also so viel kurz zur Hohenbaden. Ist meine persönliche Lieblingsburg. Ich habe sie auch direkt vor der Haustür, ja, aber sie ist wirklich, wirklich beeindruckend. Und die Renovierungsarbeiten werden noch eine ganze Weile dauern, insbesondere da gerade derzeit wahrscheinlich nicht so viel gearbeitet wird aktuell. Da kann man mal sehen, was Corona anrichtet. Die ganze Burg komplett nur noch eine Ruine, alle Insassen tot und das schon seit 500 Jahren. Heieiei, dieses Corona ist schon heftig. So, ja, langsam kommt die Phase, wo ich mich über Corona gerne auch ein bisschen lustig machen mag. Ja, so langsam muss da auch Humor an die Sache ran dürfen. Ja, wir müssen das noch eine ganze Weile durchhalten. Oh Gott, da kommt es. Es kommt, es ist das Corona. Ah, flüchten. Also so langsam finde ich wirklich ein bisschen. Ja, jetzt kommt der Wind. Also, das wäre es an dieser Stelle auch gewesen. Mehr habe ich nicht mehr zu sagen. Wir haben auch noch ein ganzes Stückchen Rückweg vor uns. Schatz, du kannst rauskommen. Ja, gut, dann nicht. Und ja, deswegen werden wir den dann jetzt auch halbwegs zügig zurücklegen. Es ist auch wirklich ordentlich kühl heute und ich denke, es ist genug Filmmaterial für 2 Tage zusammengekommen. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.